Willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2016 mit dem Rennen in Großbritannien von Startplatz 1 zum dritten Mal in Folge. Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. Ja. Schließt das Rennen auf dem sechsten Platz oder besser ab? Uiuiui. Die Erwartungen werden viel zu hoch. Das werden wir irgendwann nicht mehr stemmen können. Wir gehen ins Rennen. Wir befinden uns am Entstehungsort des allerersten großen Preises der Formel 1 Weltmeisterschaftsgeschichte in Silverstone 1950. Damals ging Giuseppe Farina als Sieger über die Ziellinie und er stand in der Mitte von zwei Kollegen auf einem reinen Alfa Romeo Podest. Der Lohn für diesen Erfolg damals 9 WM-Punkte. Am Ende der Saison hatte er insgesamt gerade mal 30. Die Zeiten haben sich etwas geändert. Denn wer heute ganz oben auf dem Treppchen steht, kassiert 25 Zähler. Eine gute Autostunde von London entfernt wartet mit Silverstone eine der renommiertesten Rennstrecken der Welt. Hier schlägt quasi das Herz des Motorsports mit 18 Kurven auf 5,8 Kilometer. Die Strecke wurde im Laufe der Jahre immer wieder verändert. Mittlerweile geht die Kurve 1 schnell nach rechts und es gibt zwei DRS-Zonen auf der Wellington und auf der Hangar Straight. So oder so, Silverstone ist immer eine Reise wert. An meiner Seite darf ich heute einen Mann begrüßen, der mit der Spannung von Silverstone bestens vertraut ist, unseren guten Freund Stefan Römer. Du scheinst heute ein bisschen mehr aufgeregt zu sein als sonst. Gibt es etwas, das du mir sagen willst? Oh, ich freue mich einfach nur. Hier beim großen Preis von Großbritannien herrscht immer eine sehr spezielle Atmosphäre. Das hat sich über die Jahrzehnte nicht geändert. Kannst du dich noch an das epische Rennen von 86 erinnern, als Mansell und Piquet diesen unglaublichen Kampf hier austrugen? Silverstone hat also einen hohen Stellenwert. Und wenn ich mir die Zuschauer heute ansehe, dann wird mir klar, dass es nichts von seiner Magie verloren hat. Und dazu kommt noch das fantastische Fahrerfeld heute mit ein paar harten Rivalitäten und Umständen, die für ein großartiges Rennen sorgen werden. Ich kann es nicht erwarten. You've done well to put it on pole, but we've still got work to do. Trying to cover the inside line off the start. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Haas startet also von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Rosberg, Raikkonen, Sebastian Vettel und Ricciardo. Verstappen, Grosjean, Massa und Valtteri Bottas. Quert, Button, Nico Hülkenberg und Alonso. Perez, Sainz Jr., Rio Hayanto und Jolyon Palmer. Wehrlein und Magnus. Markus Eriksson und Felipe Nasser startet aus der hintersten Reihe. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, und da sind wir auf der Strecke. Gucken wir erstmal auf unsere Rennstrategie. Okay, das sieht gut aus. Zwei Boxenstops. Das Rennen wird die ganze Zeit trocken bleiben. Jo, perfekt. Dann starten wir mal. So, dann stehen wir am Start. Und wieder war der Start nicht gut. Ja, doch. Vielleicht war er doch gut. Er war auf jeden Fall gut genug, um alle hinter uns zu halten. Jetzt schon. So schnell ging es ja nicht mal in Monaco mit dem Safety Car. Das waren jetzt eins, zwei Kurven. Nach zwei Kurven ist das Safety Car geholt worden. Das ist. Hui. Das auf einer eigentlich breiten Strecke wie Silverstone. Okay, jetzt kommt rein.
So, Restart. What? Komm, man kann das Safety Car gleich vorne wieder rausfahren, oder? Ne, diesmal lassen sie uns fahren. Daniel Ricciardo raus. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass nach einer Safety Car Phase hier mehr Leute rausfliegen als vor einer Safety Car Phase. So, das ist jetzt quasi die erste wirkliche Runde, die wir auf diesem Kurs jetzt hier fahren. Und das hat uns reifentechnisch natürlich auch sehr in die Karten gespielt. Weil wir jetzt mehr Optionen haben. Nee. Ich boxe ganz sicher nicht diese Runde. Die Reifen sind viel zu gut dafür. So, 1,9 Sekunden. Und Hamilton boxt. Das heißt, Hamilton fährt auf jeden Fall auf einer 2-Stopp. Und er wird nicht mit harten Reifen hier zu Ende fahren können. So, jetzt ab in die Box. Rosberg dagegen fährt eine andere Strategie anscheinend. Na, der ist auf den Mediums unterwegs. So, da hinten kommt Hamilton schon an. Auf der Minimap ist jetzt gleich in der. Jetzt ist er hier kurz an der Schikane. Jetzt ist er an der langen Kurve. Zu Start und Ziel. Wir haben immer noch den Boxen lassen. Oh, das wird ganz knapp. Aber das sollte tatsächlich für Hamilton. Ja, das reicht für Hamilton. Aber wir sind Zweiter auf jeden Fall. Denn Rosberg kommt da nicht ran. Wir müssen schon noch fett fahren, solange es geht. Und vor allem, solange wir freie Fahrt haben. Ja, die Kurve war jetzt nicht so gut. Aber nachdem Hamilton hier eine 3-Stopp-Strategie fährt, haben wir ja theoretisch 20 Sekunden Vorsprung. Die wir jetzt bloß nicht als Rückstand haben sollen. Ja, 3,7 ist der Rückstand. Und 4 Sekunden Vorsprung auf Rosberg. Das heißt, wir sind mittendrin im Mercedes-Sandwich. Die Frage wird jetzt natürlich auch sein, wie lange hält Hamilton auf den soften Reifen durch? Theoretisch müsste er jetzt eigentlich dann gleich wieder in die Box fahren. Das war nicht gut.
Wir verlieren auf Hamilton. Und auch auf Rosberg anscheinend. Da war die Anzeige noch nicht aktualisiert. Weil da stand bei 4,3. Hamiltons Strategie erstmal geglückt. Der fährt uns hier davon. Aber es ist die Frage, fährt er uns wirklich so weit davon? Okay, wir haben wieder aufgeholt auf Rosberg. Also wir haben wieder 3 Zehntel auf den Vorsprung dazu gepackt. Wir müssen wirklich als erstes jetzt erstmal auf Rosberg achten, weil ich weiß nicht, was Hamilton da vorhat. Der erste Sektor ist nicht so unser Sektor. Da verlieren wir mal einen Haufen Zeit. Sowohl nach vorne als auch nach hinten. Obwohl, doch nicht. Und bei Rosberg sind ja gerade 15 draufgekommen auf den Vorsprung. 4,1 Sekunden. Wir driften immer um diese eine Kurve. Das ist lustig, aber auch nervig. Und Hamilton wieder in der Box. Damit übernehmen wir erstmal wieder die Führung. Jetzt bin ich gespannt, ob der auf harte Reifen geht, weil dann könnte er vielleicht sogar doch durchfahren. Kurzzeitig Grosjean jetzt auf Platz 3. Lange fährt Rosberg jetzt eigentlich noch auf den Reifen? Der ist hier schon 9 Runden damit unterwegs. Das heißt, theoretisch kann der hier tatsächlich dann auch noch auf die Mediums wechseln. Jetzt fährt er in die Box. Jetzt fährt er in die Box. Jetzt bin ich mal gespannt, was er jetzt draufzieht. Auch Grosjean. Ne, Grosjean fährt weiter. Grosjean fährt weiter. Alles klar. Und Rosberg, soweit ich das gesehen habe, hat der harte Reifen draufgezogen. Okay, weil theoretisch hätte er sogar mit Mediums noch fahren können. Ist da aber dann doch lieber auf Nummer sicher gegangen. Sollte ich jetzt auf Risiko dann gehen oder sollte ich lieber die Mediums nehmen, um das irgendwie nach Hause zu fahren? Und Hamilton scheint jetzt tatsächlich aus dem Titel, aus dem Siegkampf raus zu sein. Er ist langsamer. Frage ist, wie viel langsamer. Und Rosberg holt auf. Ganz ehrlich, mir ist das dann doch ein bisschen zu heikel.
Ja, nee, nee, nicht auf die Softs, lieber auf die Mediums. Damit wir das Ding ganz sicher zu Ende fahren können. Und mir ist ein schöner Podiumsplatz lieber, da steht jemand. Mir ist ein schöner Podiumsplatz. Oh, das ist jetzt natürlich nicht so doll, dass ich gerade an der Box vorbei bin. Das ist Hamilton. Ja. Nein, 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 das ist schon gut. Änderung bestätigt. Das hätte ich auch so gemacht. Ich wäre jetzt auch einfach so reingefahren. Aber das hat sonst keinen Sinn. Jetzt müssen wir, ich weiß nicht. Rosberg kann eigentlich im Moment auch gar nicht aufholen, ne? Weil wir müssen alle das Delta einhalten. Das heißt, es könnte sogar klappen, dass wir vorhin wieder rauskommen. Ja. Das ist jetzt hier wirklich Poker. So, wir fahren in die Box, Rosberg kommt. Okay, Rosberg wird vorbeikommen. Rosberg wird vorbeikommen. Aber wir haben die besseren Reifen. Sowohl neuere als auch weichere. Und wir werden als Zweiter hier rauskommen. Und dann volle Attacke gehen. Wieso stellen sich eigentlich die anderen dahinter das Safety Car an? Also Hamilton hat dieses Safety Car anscheinend verursacht. Und der ist wirklich raus aus dem Kampf um den Sieg. Das ist jetzt eigentlich nur noch ein Zweikampf zwischen uns und Nico Rosberg. Aber ich glaube nicht, dass Grosjean tatsächlich die Pace in den letzten Runden mitgehen kann. Direkt hinter uns, Rosberg direkt vor uns. Gut gemacht von Rosberg. So, jetzt ist Showtime. Jetzt oder nie. Wir haben die besseren Reifen als alle anderen hier vorne. Sowohl Rosberg vor uns als auch Grosjean hinter uns haben harte Reifen. Oh, ich zitter ein bisschen. Aufregung ist auf jeden Fall zu spüren. Wir müssen natürlich auch geduldig bleiben. Oh, da war die 100er Marke. Zu früh gebremst. Natürlich müssen wir aber auch irgendwie schnell vorbei, weil sonst, jawohl, besser rausgekommen als Rosberg und vorne hingesetzt. Aber Rosberg kommt. Nee. Okay, wir bleiben erstmal vorne. So, jetzt alles rausholen aus diesem Wagen, was nur geht.
Harrisburg kommt und wird vorbeikommen. Der wird vorbeikommen. Grosjean musste schon. Kvyat ist wurscht. Kvyat ist wurscht. Letzte Runde. Wir müssen ihn nur noch eine Runde hinter uns halten. Das wird doch wohl zu schaffen sein. Es ist nur noch eine DRS-Zone und wir müssen ihn eine DRS-Zone hinter uns halten. So nah dran am Sieg waren wir noch nie. Und es könnte vielleicht sogar tatsächlich klappen. Denn Rosberg ist nicht im DRS-Fenster, oder? Also er ist zumindest viel zu weit weg, um anzugreifen. Benzin, alles gut. Eine Kurve noch. Und das ist der erste Sieg. Jawohl! Puh. Boah, ich bin durchgeschwitzt. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehrung mit Haas an der Spitze. Gratulation an das gesamte Team hier bei diesem tollen Grand Prix als Sieger hervorzugehen. Da ist das Ding. Der allererste Sieg in unserer Karriere. Puh. Wer ist jetzt eigentlich noch auf Platz 3 Raikkonen, oder? Ja. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein gutes Resultat für Nico Rosberg, der seine Führung in der Weltmeisterschaft weiter ausbauen kann. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Für mich war das Kevin Magnussen. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. Auch für Haas war das ein starkes Rennwochenende. Das amerikanische Team hat tolle Arbeit geleistet und klettert in der Rangliste weiter nach oben. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt kann ich reden. Puh, ja. Das war echt ein fantastisches Ergebnis für Haas. Erster und Fünfter. Schade für Grosjean, dass es am Ende dann knapp nicht zum Podest gereicht hat. Ich glaube, ohne Safety-Car-Phase wäre er tatsächlich auf Rang 3 vorgefahren. Ich weiß aber nicht, was passiert wäre ohne das Safety-Car. Ich glaube, wir wären nicht Erster geworden. Oh mein Gott. Achso, wir wollten ja noch gucken, was da am Start los war. Also erstmal, es sah tatsächlich nach einem schlechten Start von mir aus, aber es hat gereicht, um vor Hamilton und Co. zu bleiben. So. Jetzt müssen wir hier. Oh ja, okay. Da ist das. Da
Minuten haben sie sich gedreht. Aber es waren nur drei Leute, oder? Ah, nee, da hinten kamen noch ein paar Zits. Okay. Die standen dann da. Immer mal wieder anschubsen. Und das hat dann die erste Safety-Car-Phase nach nur zwei Runden verursacht. Da hinten ist es schon rausgefahren. Jawohl, fahren im Sauber erstmal rein. Okay, haben wir das auch geklärt? Schauen wir nochmal auf die Rangliste. Ein gutes Resultat, Errungenschaft freigeschaltet. Seine Führung in der Weltmeisterschaft weiter ausbauen kann. Stefan, ich würde gerne ja, von dir wissen, wir wer doch schon. Dein Fahrer des Tages war. Gar nicht so einfach, aber alles in allem würde ich sagen Nico Rosberg. Jetzt sagt er Nico Rosberg. Hat er nicht gerade eben noch Kevin Magnussen gesagt? Des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Auch für Haas war das ein starkes Rennwochenende. Das amerikanische Team hat tolle Arbeit geleistet und klettert in der Rangliste weiter nach oben. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen würden, aber den Fehler machen sie nicht. Wir hoffen, sie wiederzusehen, also bis dann. Ja, weiter, danke. Wir sind auf Platz 7 vorgefahren, an Valtteri Bottas vorbei. Und Grosjean bleibt zwar 12., hat aber tatsächlich die Chance, der hat nur 8 Punkte Rückstand auf Bottas. Das heißt, wir könnten tatsächlich am Ende der Saison als viertbestes Team dastehen, auch in der Fahrerrangliste. Bei den Konstrukteuren sind wir es schon, zumindest vorerst. Nach oben geht dann nicht mehr viel. Das sind knapp 80 Punkte Rückstand, also das klappt nicht mehr. Aber Williams haben wir jetzt auch erstmal überholt und sogar 17 Punkte Vorsprung. Das ist ein sehr, sehr gutes Resultat gewesen an diesem Wochenende hier in England in Silverstone. Und ich glaube, jetzt können wir tatsächlich sogar ein Update machen noch. Ja, überspringen wir das alles hier mal. Auch die Karrierepunkte. Tschüss. So. Achso, jetzt haben wir die Rivalität natürlich auch übersprungen. Aber man sieht, wir sind klar vorne. Können wir jetzt tatsächlich noch was forschen und entwickeln? Das hier. Die Treibstoffeffizienz. Ganz ehrlich. Hauen wir raus. Was? Noch eine Errungenschaft? Achso, Fortschritt, okay. Ja. Hier sehen wir die Trophäen. Das war erst der zweite Podestplatz in dieser Saison. Obwohl wir in Aserbaidschan und in Österreich auch auf Pole waren. Ja, nächstes Mal geht's dann weiter in Ungarn. In Budapest. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, Abo oder kommentieren. Werde ich alles durchlesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.